Willkommen zurück bei Final Fantasy 7 und wir erkunden heute die Slums. Oh, guck mal schön. Guten Morgen, was für eine Aussicht. Mitten im Industriegebiet. Ach toll. Da geht's hoch. Kann ich hier bei dem nochmal gucken? Nein. Okay. Ja, das hätte sein können. Dann gehen wir mal hier hoch. Ein Kistchen. Phönixfeder. Was war die Phönixfeder? Ich glaube, im Teil 10 war sie zum Wiederbeleben. Ne? Von deinen Kameraden und von dich selbst. Irgendwie so war das, glaube ich. Es wird, denke ich, hier genau das Gleiche sein. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Okay, da kann ich nicht rein. Dann gehen wir hier runter. Oh, hallo? Oh Gott! Hallo, du bist dann wohl Cloud, habe ich recht? Ja. Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Na, hallo? Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ach, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Danke. Natürlich auch, wenn es um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Sag mal, du siehst aber gar nicht gut aus. Kriegst du genug Schlaf? Ja, danke, ich hab gut geschlafen. Vielen Dank für die Anteilnahme. So, ich würde gerne auch mit der Tifa, nicht nur in den siebten Himmel. Keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. Okay, alles klar. Ja, okay. Das war mein erster Schindra. Schindra ist weich. Ich fühle mich immer gleich. Die Bürgerwehr hat angegriffen. Schau mich mal noch kurz. Suche nach Kandidaten. Ein bisschen um. Das ist der Typ, den Wedgemont. Fetter Prügel. Verkauft der was? Was? Fetter Prügel? Was? Fetter Prügel. Eieiei. Nee. Suche nach Kandidaten. Weapons. Kann ich... Oh, kann ich hier etwa... Warte mal. Okay. Hier gibt's nichts. Hier kann ich auch nicht rein. Hallo Leute, was geht? Äther. Gut. Dann gibt es hier oben nichts mehr. Da unten war ein Waffenladen, oder? Ob wir den nutzen können? Bin ich jetzt die mal gespannt. Der Bürgerwehr haben echt auch schon bessere Zeiten gesehen. Ah, so, kann ich hier? Ach so. Aber nicht allein, hörst du? Na, hätte ja sein können. Was? Das singe ich auch immer. Lass dir ja nicht einfallen, hier was zu drehen. Mhm. Selbst auf der Platte findet man nur Arbeit als Tagelöhner. Gott, ey. Was für ein Viertel. Eieiei. Was ist das denn? Was? Hier kann ich nicht durch, okay. Mhm. Was meinst du? Sollten wir ein paar Lebensmittelvorräte anlegen? Besser ist es. Pöttchen, komm jetzt an. Was starrst du mich denn bitte so an? Mach ich doch gar nicht. Ich laufe hier nur rum. Was ist denn los? Oh, Handtaschen, guck mal. Laddi da. Rosa. Oder doch lieber weiß? Heute finden wir die allerbesten Schnäppchen. Da kann ich dir nur zustimmen. Achso, da muss ich rein. Ja, da gehen wir dann auch gleich rein. Ach, das sind doch die vom Zug. So richtig praktisch ist das Leben in den Slums wirklich nicht. Nee. Ich würde so gerne auf die Platte ziehen. Aber mit meinem Gehalt kann ich mir das abschminken. Na gut, dann gehen wir mal. Ha! Wie viel Kilo soll das sein? Das ist ja gar nichts. Hab schon lange keinen mehr mit Barrett gehoben. Wenn man durch die harte Schale... Eggs and Chips. Morgen. Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Hm. Gut, wollen wir gleich los? Hä? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an.
stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute kriege, kein Problem. Wenn du unterwegs bist, hörst du manchmal Musik, die in Läden oder von Stadtbewohnern gespielt wird. In der Nähe der Signalquelle wird ein Musiksymbol angezeigt. Von Läden oder Verkaufsautomaten in der Nähe kannst du dann Schallplatten erwerben, die sich in Jukeboxen abspielen lassen. Halte danach Ausschau, sobald Musik erklingt. Okay. Und jetzt? Hereinspaziert, hereinspaziert. Hier ist wir Musik. Haben alles. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo, Tifa, wie schön, dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Willst du weitermachen? Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud! Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Warum muss ich ihn jetzt hier... Ich will nichts kaufen. Gegenstände? Eine Schallplatte, ernst? Ist es... Ich will doch keine Schallplatte kaufen. Gegengift? Wie viel haben wir denn Geld? Wir haben doch gar kein Geld. Ach so, doch da unten. 1530. Was gibt's noch? Materia. Ich muss sagen, ich glaube, ich finde das jetzt ein bisschen doof. Also ich weiß noch nicht, wie sich das dann im Kampf auszeichnet, aber wir hatten ja, also wie gesagt, ich spreche nur von dem Teil 10. Da hatte ja die Yuna, die konnte das, nee, die Lulu war die Zauberin. Die konnte ja Blitzra und so, bei der konnte man das immer alles freischalten und hier musst du halt wählen, was du machen willst. Ich hoffe, das ändert sich noch. Komm, ich kaufe jetzt diese... Altrank haben wir... Gegengift. Wir kaufen Gegengift. 5 Stück. Ja. So, das war's. Kann ich was verkaufen? Eisenreif. Eigentlich will ich mich hier Kraftreif. Ich weiß gar nicht, wie kann ich denn die selber ändern? Ich habe das vorhin mal probiert. Ja, Glut habe ich übrigens rausgenommen. Was habe ich rein? Ausweich irgendwas. Habe ich reingemacht. Aber gut. Besten Dank. Ja, bitteschön. Du bist mir immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du tiefer im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in das der Bar. Ich, dir. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Ach so, ich kann jetzt halt die Platte bei dem kaufen, dann steht da halt nicht mehr dieses okay. Alles klar. Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Die besten Waren zu den billigsten Preisen in ganz Midgar. Wer im Kampf bestehen will, kommt an uns einfach nicht vorbei. Gut, günstig und nur der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein.
Nur um den Preis zu drücken? Ja. Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Ach, bei der war ich vorhin. Male? Du kennst sie schon? Ja. Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Sehen die da oben mal, wie viel sie... Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu... Hallo, Male. Wir sind wegen der Filter hier. Tifa! Wie schön, dich die zu sehen. Die Frisur. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen. Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Ruht man sich auf den blauen Bänken neben Verkaufsautomaten oder Betten in eigenen Zimmern aus, können TP und MP vollständig heilen. Geheilt werden. Ja, okay. Aber ich habe erst geschlafen. Muss ja nicht schon wieder schlafen. Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Bei vielen bleibt das Gehalt aus, wenn sie nicht auf die Platte kommen. Die Stimmung heizt sich langsam auf. Sieh mal einer an! Tiefer! Ach, hier ging's rein. Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Gibt es keine Möglichkeit, den Gewehrkolben leichter zu machen? Kann ich bei dem auch was kaufen? Ich will nur mal kurz gucken. Drücker wie du werden hier nicht bedient. Also verzieh dich! Oh Gott, ey, was für ein Typ. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne Macht. Tifa, wo ist sie denn? Ach da. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss hier rein. Hi. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer. Und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden.
Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns eine Nummer zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Neue Funktion Waffenmodifikationen. Du kannst jetzt deine Waffen modifizieren. Nutze deine Waffenpunkte WP, um Modifikationen für deine Waffe freizuschalten. Tutorial. Waffen werden über das Menü Waffenmodifikationen modifiziert und verstärkt. Zuerst musst du den Charakter wählen, dessen Waffe du modifizieren möchtest. Die Zahl rechts steht für die Waffenpunkte, die dir pro Waffe maximal zur Verfügung stehen. Sie nimmt mit steigender Stufe eines Gruppenmitglieds zu. Panzerschwert. Als nächstes musst du die Waffe wählen, die du verstärken möchtest. Die Zahl rechts steht für die Waffenpunkte, die du auf die aktuelle Waffe noch verteilen kannst. Okay, jetzt bin ich gespannt. Verbessere deine Waffen mit Modifikationen. Zum Freischalten von Modifikationen benötigten Waffenpunkte können für jede Waffe einzeln verteilt werden. Reize das Maximum also für jede Waffe voll aus. Wähle mit linken Stick oder Steuerkreuz zum Freischalten aus. Panzerschwertkern. Muss ich den jetzt nehmen? Was erhöht das Trefferpunkte Maximum? Schaden von Schwertwirbel 5% erhöht den Schaden von Angriffen während der Offensivhaltung. Physische Attacke erhöht den physischen Attackewert. Magische Attacke. Ja, und der Schwertkern, den hatte ich doch gerade hier irgendwo. Hä? Geht nicht. Okay, dann machen wir Schwertwirbel. Dann machen wir magisch, naja. Physische Attacken plus 5. Wir nehmen noch Trefferpunkte. Dann haben wir nichts mehr. Ach. Das hätte ich auch noch machen können. Nee. Ach, da steht alles drin, was ich gemacht habe. Alles klar, verstehe. Okay. Vielen Dank. Waffenstufe 1. R3, was? Du hast deine erste Modifikation freigeschaltet. Modifikationen verbessern zum Beispiel die Parameter deiner Waffen oder schalten neue Materia-Slots frei. Wenn die maximalen Waffenpunkte eines Charakters bei einem Stufenanstieg steigen, steigt auch seine Waffenstufe. Je höher die Waffenstufe ist, desto mehr Modifikationen stehen dir zur Verfügung. Okay. Gut. Hat's geklappt? Ja. Übung macht den Meister. Danke. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Klappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine Extra-Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer?
auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Oh, du bist okay. So süß. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Oh, cool. Na dann. Gibt's hier noch was? Kann ich hier noch? Nö, okay. Na komm, du wolltest doch vorgehen, Mäusler. Nee, willst du doch nicht vorgehen? Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Weiß gar nicht, laufen wir richtig? Hier lang? Hier lang? Nee. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang muss. Also irgendwie der... Nee. Hä? Es wird nicht kleiner. Ich hatte doch eine Karte, warte mal. Drücke, um eine Karte von Midgard aufzurufen. Wo muss ich hin? Was ist denn das da? Krämerladen. Und wo muss ich hin? Dahin, ne? Rostpfade, also. Links. Links, rechts, links. Jetzt erzähl doch keinen Müll. Du bist auch nicht. Wir haben jemanden in der Bürger. Links. Wir müssen Geld sparen. Rechts. Links. Wenn die Züge nicht fahren, wir kriegen auf die Wacht. Suche nach Kandidaten. Fetter Prügel. Auf den Rest. Pass gut auf dich auf, Tifa. Ja, und ich? Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Guck halt mal, was es hier noch so gibt. Ich glaube, vielleicht müssen wir in die Höhle, oder? Und guck mal. Zeig mal, was du kannst, Lady. Tifa ist eine furiose Nahkämpferin. Durch die schnellen Verkettungen von Schlägen und Tritten setzt sie den Gegner unter Druck, führe durch das Drücken einen Angriff aus, um einen mächtigen Angriff auszulösen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was die alte kann. Da sind gleich die Ersten. Dann zeig dir, was du kannst, Soldat. Jetzt erst recht. Das ist auf. Naja. Ist ja irre. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Ich habe meine Kamera aus. Dann lass uns mal weitermachen. Tada. Ruckelt's gerade? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht, ne? Sah gerade kurz so aus da drüben. Ja. Das war ja mal nix hier. Wo sind die denn? Ah, coole Sache. Das habe ich gerade rausgefunden. Es kam gerade etwas zu spät. Aber an gut. Deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text.
Ja, wir müssen in die Höhle. Wir sind jetzt einmal außen rum gelaufen. Tja, Mädels und Jungs, auf geht's. Kein Problem. Mission. Zack! An die Arbeit! So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden, und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Ja. Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Ich dachte, wir gehen noch in die Höhle. Aber gut. Ich glaube, ich will trotzdem noch in die Höhle gehen. Einfach mal so, aus Prinzip. Komm, schaden kann's nicht. Guck, hier finden wir sogar was. Frost. Dann können wir ja jetzt zurückgehen. Na klar, was denkst du denn? Suche nach Kandidaten. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Bitte doch, diesen Alleskönner drum. Boah, was haben die denn mit mir? Wow, schon zurück? Na klar. Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komm auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och Mann. Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Ja. Ich glaube, einkaufen gehen wir in der nächsten Folge bei Final Fantasy VII. Bis dahin. Bye bye.